was sie schon immer über ihre Gleise wissen wollten, aber bisher nicht anzusehen wagten, könnte, frei nach einem Kinotitel aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, den Inhalt des Videos beschreiben. Wer hat nicht schon mal ein Video zum Thema Gleisreinigung gesehen, in dem es hieß, Gleisradierer sind gefährlich und Öl auf den Schienen geht gar nicht? Als Beleg für die Wirksamkeit der persönlich bevorzugten Reinigungsmethode wird dann der Effekt vor und nach der Behandlung gezeigt oder genannt. Die Lok fährt wieder. Darum geht es natürlich auch. Also Thema erledigt. Oder gibt es vielleicht doch Belege dafür, welche Ergebnisse die ein oder andere Methode liefert? Also war die Frage, wie kann man solche alternativen Fakten generieren? Keine Fake News natürlich, sondern möglichst reproduzierbare Belege. Dabei bin ich kein Materialwissenschaftler oder Werkstoffkundler, sondern nur ein interessierter Laie. Am Ende kann jeder selber entscheiden, ob das hier Gesagte und Gezeigte Sinn macht. Also starten wir mit ein paar Vorüberlegungen. In einem großen Internetforum gibt es eine Diskussion, welches Schienenmaterial wohl am besten geeignet sei, Verschmutzungen zu reduzieren bzw. ganz zu vermeiden. Ob die Wahl des Gleisherstellers einen Unterschied macht und wenn ja, wie groß der Einfluss ist, kann ich nicht beurteilen und werde es auch hier nicht näher betrachten. Ich habe Märklin-C-Gleise und werde diese nun auch nicht austauschen. Das Gleis besteht aus magnetischem Stahl und der Mittelleiter ist boniert. Das ist damit für die folgenden Betrachtungen gesetzt. Welche Einflüsse führen nun zu Verschmutzung und Verschleiß der Gleise? Auch dazu gibt es viele Diskussionen und ich habe hier einmal die aus meiner Sicht relevantesten aufgeführt. Die ersten 6 Punkte sind aus meiner Sicht unvermeidlich, ob man es nun wahrhaben will oder nicht. Staub und Luftfeuchtigkeit sind sicherlich gegeben. Und wenn man Loks fahren lässt, kommen Öl, Haftreifen, Räder, Schleifer und Verkohlungen beim Spannungsübergang mehr oder weniger dazu. Dazu kommt dann die Beanspruchung durch die Reinigungsmethode, die man selber in der Hand hat. Für meine weiteren Betrachtungen mache ich nun die vereinfachende Annahme, dass der Schmutz auf der MOBA überwiegend aus Staub und Ruß besteht. Dieser wird durch mechanische Verhakung sowie Adhäsionskräfte festgehalten. Entfernen kann man ihn durch Materialien mit besserer Schmutzadhäsion oder durch Abschaben, hier Abrasion genannt. Hierzu geeignet sind poröse, strukturierte Materialien, die den Schmutz im Idealfall auch noch aufnehmen. Empfohlen wird meist die händische Reinigung, aber nicht jeder hat eine Epoche 1 Anlage mit eingleisiger Panoramastrecke und nur einem Niveau. Bei Anlagen mit Oberleitungen, Tunneln und Schattenbahnhöfen können Armverlängerungen oder auch Gleisreinigungsfahrzeuge sinnvoll sein. Dies sowie der Einsatz flüssiger Reinigungsmittel wird in noch folgenden Videos betrachtet. In diesem ersten Teil geht es nun zunächst um Gleisradierer und Radiergummis. Zum Einsatz kommt ein aus vorhandenen Geräten zusammengestelltes Modellbahnlabor, das insbesondere aus einem alten Mikroskop meines Sohnes und einer USB-Lupe, die ich für 12 Euro im Internet erstanden habe, besteht. Den Blick durchs Mikroskop habe ich, so gut es geht, mit einer Digitalkamera festgehalten. Hier einige erste Bilder mit der USB-Lupe sowie der Kamerablick durch das Mikroskop. Mehr Bilder gibt es nach einigen Untersuchungen zu den Gleisradierern. Hier auch zunächst wieder eine Annahme, nämlich dass Gleisradierer ähnlich aufgebaut sind wie Radiergummis. Sie bestehen aus Kautschuk oder Kunststoff für die adhäsiven Eigenschaften sowie anorganischen Zusätzen, die für die abrasiven Effekte zuständig sind. Hier ein Überblick über die einfach zu ermittelnden Kenngrößen. Optisch lassen sich grüne und schwarze Modelle unterscheiden. Das Gewicht der Radierer variiert deutlich. Das Volumen habe ich aus den Maßen ermittelt und daraus die Dichte berechnet. Selbst ohne Berücksichtigung der beiden Pads von Woodland liegen die Dichten um bis zu 30% auseinander. Die verwendeten Materialien sind also deutlich unterschiedlich. Während die Angabe der Härte meinen rein subjektiven Eindruck wiedergibt, habe ich Menge und Form des Abriebs in einem kleinen Test ermittelt, der gleich erläutert wird. Die unverbindliche Preisempfehlung mit Stand Dezember 2021 stammt von den Internetseiten der Anbieter. Zunächst lässt sich feststellen, dass es Ähnlichkeiten gibt, aber keine zwei wirklich identischen Produkte. Die bei Dichte und Abrieb deutlich abweichenden Produkte von Woodland werden separat betrachtet. Da normale Radierer relativ vergleichbar erscheinen, habe ich mir diese ebenfalls angeschaut. Während die Dichte der auf Kautschuk basierenden Produkte deutlich größer ist, liegt der Kunststoffradierer von Edding auf einem vergleichbaren Niveau wie die Gleisradierer. Der Abrieb ist in Menge und Form relativ vergleichbar. Der Preis ist allerdings deutlich geringer, wobei hier Internetverkaufspreise angegeben sind. Nun komme ich zu den Details der Ermittlung von Menge und Form des Abriebs. Dabei betrachte ich alle Gleisradierer zunächst unter der USB-Lupe.
Dabei erkennt man bereits große Unterschiede in der Struktur sowie der Art der beigefügten Zusatzstoffe. Ich reibe dann die unterschiedlichen Produkte in mehr oder weniger vergleichbarer Weise über eine alte Schiene. Neben dem nicht standardisierten Reiben ist die Schwäche der Untersuchung, dass ich diese mit nur einem Exemplar ausgeführt habe. Ich habe den Vorgang auch nicht in statistisch relevanter Zahl wiederholt und dann einen Mittelwert gebildet. Daher können die Angaben zur Menge und Form des Abriebs nur ein Anhaltspunkt sein. Im Vergleich zum grünlich schimmernden Radierer von Herkert nun das von mir ebenfalls als mittelhart bezeichnete schwarze Produkt von Faller. Es entsteht vergleichsweise mehr grober Abrieb und zusammen mit dem Abrieb des Mittelleiters ergibt sich doch ein deutlich unterschiedliches Ergebnis. Es werden 5 weitere Radierer untersucht, wobei die grünlich erscheinenden Produkte optisch betrachtet ähnliche Zusatzstoffe zu enthalten scheinen. Die Ergebnisse des Abriebversuchs sind aber unter den genannten Randbedingungen zur Reproduzierbarkeit sehr unterschiedlich. Der daraus berechnete Preis des Abriebs pro Gramm Produkt ist bei den grünlich erscheinenden Produkten sehr ähnlich, weicht aber für die schwarzen nach unten sowie nach oben deutlich ab. Woodland bietet ein Produkt mit verschiedenen Gleisreinigungsprodukten an, wobei ich mir zunächst nur die Kunststoffpads anschauen werde. Hier wird zwischen einem weißen sogenannten Maintenance Pad und einem schwarzen Rescue Pad unterschieden. Da die Pads sehr klein sind, gibt es für die Anwendung einen Kunststoffhalter. Ich war überrascht, als bei der allerersten Anwendung beim Entfernen eines der Pads der Kunststoffstift abgebrochen ist. Da ich mir nur ein Set gekauft habe, ist es natürlich ein Einzelfall, aber es könnte auf eine Schwachstelle hinweisen. Die weiteren Versuche konnte ich dann aber nur mit einem Pad durchführen. Die gezeigten Kosten für den Abrieb basieren auf den Angaben des Herstellers für Ersatzpads. Die Radiergummis aus Kautschuk oder Kunststoff habe ich dem gleichen Test unterzogen. Die Radiergummis erscheinen deutlich homogener als die Gleisradierer, man erkennt aber auch hier die Beimischungen. Beim zweifarbigen Pelikanradierer wurden beide Seiten getrennt betrachtet. Hier alle Ergebnisse im Überblick. Abriebmenge und Form sind vergleichbar zu den Gleisradierern. Was passiert nun beim Radieren und wie kann man den Reinigungseffekt der Radierer unterscheiden? Teilweise wird auch erwähnt, dass der Schmutz nur verteilt und gar nicht entfernt wird. Lässt sich das irgendwie greifbar machen? Wenn man der Annahme folgt, dass der Schmutz unter anderem aus Ruß und Staub besteht, geht es überwiegend um Kohlenstoff und organische sowie anorganische Fasern und Partikel. Relativ ähnlich ist die Zusammensetzung von Bleistiftminen, deren Schwarzfärbung auf Graphit, also auch auf Kohlenstoff, beruht. Um einen halbwegs reproduzierbaren Vergleichstest zu haben, habe ich nun einmal 1 cm große Quadrate mit einem mittelharten Bleistift der Bezeichnung HB aufgemalt. Dann habe ich 3-mal hin und zurück über das Papier radiert. Das Ergebnis für den Edding-Kunststoffradierer zeigt die adhäsiven Eigenschaften in Form des Reinigungseffekts, den Abrieb, der eine Selbstreinigung darstellt, aber auch einen gewissen Schmiereffekt. Das Papier bleibt zumindest mit dem Auge erkennbar unversehrt, was auf eine geringe Abrasion schließen lässt. Schauen wir uns nun das Verhalten eines weichen Gleisradierers an. Hier sieht man einen sehr guten Reinigungseffekt, viel Abrieb und dafür keinen Schmiereffekt. Das Papier erscheint ebenfalls unversehrt. Als Kontrast nun ein grünlich gefärbter, harter Gleisradierer. Man erkennt weniger Reinigung und Abrieb, etwas Schmiereffekt, aber das Papier wird teilweise abgerieben. Mit leichten Variationen setzt sich dieser Trend fort. Will man diesem Ansatz folgen, kann man daraus schließen, dass weiche Radierer gute adhäsive Eigenschaften haben und den Schmutz über den Abrieb loswerden, sodass ein geringer Schmiereffekt auftritt. Die harten Woodland Pads zeigen auf der glatten Seite dann wieder einen geringen Abrieb mit geringer Reinigungswirkung und sichtbarem Schmiereffekt. Zum Abschluss kurz die Ergebnisse der Radiergummis. Mein genereller Eindruck wäre so, dass man bei Kautschukradierern einen guten Reinigungs- und praktisch keinen Schmiereffekt findet. Jetzt kommt zunächst die USB-Lupe zum Einsatz, um die Verschmutzung näher zu betrachten. Bei dem auf einem verschmutzten Gleis bzw. Mittelleiter eingesetzten harten Gleisradierer sieht man deutlich schwarze Verfärbungen. Der Abrieb des benutzten Radierers zeigt im Vergleich zum unbenutzten eher gelblich-braune Verfärbungen. Schauen wir nun auf ein unbenutztes Gleisprofil vor und nach der Behandlung mit einem Gleisradierer. Bei der Betrachtung mit der USB-Lupe erscheint die Oberfläche strukturiert und rau.
Nach dem Radieren scheint Abrieb auf der Oberfläche zu verbleiben. Die Struktur scheint aber wenig verändert. Wie sieht die Oberfläche nun bei 64-facher Vergrößerung unter dem Mikroskop aus? Gefilmt habe ich die Aufnahmen mit einer Digitalkamera und daraus teilweise Screenshots aufbereitet. Ich hoffe, dass es sich dabei möglichst wenig um Artefakte, sondern um tatsächliche Strukturen handelt. Hier zu sehen ist ein neues unbenutztes Schienenprofil, das auch noch nicht gereinigt wurde. Im Vergleich dazu ein unbefahrenes, aber mit einem Gleisradierer behandeltes Profil. Zu erkennen ist Abrieb in verschiedener Form und Größe. Dies würde ohne weitere Behandlung wohl zu Kontaktproblemen führen. Ein gravierendes Verkratzen kann ich hier nicht erkennen. Ein länger befahrenes Profil zeigt deutlich stärkere Strukturen sowie Querriefen. Schauen wir uns nun den Mittelleiter etwas genauer an. Ein unbefahrener Mittelleiter erscheint anders als das Profil durch die Brünierung schwarz. Bereits kurzes Darüberfahren mit dem Gleisradierer führt zu einer silbrig glänzenden Oberfläche. Da die Brünierung keine Verschmutzung, sondern eine Oberflächenschutzschicht aus Eisenoxiden ist, wird also Oberfläche abgetragen. Wie verhält sich der Mittelleiter einer neuen Schiene beim kurzen Darüberschieben einer Lok? Mit bloßem Auge lässt sich zunächst keine Veränderung erkennen. Unter der USB-Lupe erkennt man die deutlichen Veränderungen durch den Gleisradierer. Im folgenden Bild ist von links oben nach rechts unten eine zunehmende Veränderung der Oberfläche zu erkennen. Bereits das kurze Darüberschieben mit der Lok zeigt Abriebspuren durch den Schleifer. Zwei weitere Punkte fallen auf. Die Mittelleiter haben eine unterschiedliche Größe und zwei unterschiedliche Oberflächenstrukturen, wobei eine stark strukturiert ist. Mit dem Auge sichtbar ist dies nicht, wenn man aber mit dem Nagel an allen vier Seiten entlang fährt, spürt man an einer Seite ein Abschaben der Nageloberfläche. Unter dem Mikroskop bei 64-facher Vergrößerung erscheint der höher stehende glattere Teil schwarz. Hier ist auch die Oberflächenabtragung durch den Schleifer erkennbar. Weitaus gravierender ist aber, wie hier zu sehen, der Effekt mit einem harten Gleisradierer. Dabei wurde der Radierer nur einige Male kurz über den Mittelleiter geführt. Auch beim tiefer liegenden Teil links wurde die Oberfläche abgetragen. Aus meiner Sicht ist die Gleisreinigung erforderlich und Gleisradierer sind dafür ein probates Mittel. Eine gewisse Oberflächenbeeinträchtigung der Gleise scheint dabei unvermeidbar, wobei insbesondere der Mittelleiter betroffen ist. Allerdings hinterlässt auch der ganz normale Fahrbetrieb seine Spuren. Dabei verhalten sich die verschiedenen angebotenen Produkte sehr unterschiedlich. Auch normale Radiergummis können eine Alternative sein. Um einen Testsieger ging es bei dem Vergleich nicht, dafür waren mir die Untersuchungen zu ungenau. Aber natürlich habe ich nun meinen Favoriten. Er kommt aus der schwarzen Fraktion der Gleisradierer, aber auch einen der hellen Kautschukradierer werde ich zukünftig in der Praxis einsetzen. Ich möchte aber auch alle Zuschauer zu kritischen Anmerkungen und Kommentaren aufrufen. Ich bin auf die Reaktionen sehr gespannt. Interessant ist für mich auch immer ein Blick auf das Vorgehen in Miniaturwunderland. Hier ist man bei großem permanenten Fahrbetrieb auf möglichst geringe Kontaktprobleme angewiesen. Im letzten Video zum Thema Gleisreinigung aus dem Jahr 2019 sah man grüne Gleisradierer im Einsatz. Diese Grundreinigung erfolgt zweimal im Jahr neben dem permanenten Einsatz von Gleisreinigungsfahrzeugen. Da der Betrieb in einigen Teilen schon 20 Jahre läuft und die Gleise nicht permanent ausgetauscht werden mussten, scheint der Einsatz von Gleisradierern zu funktionieren. Im nächsten Teil wird es um Pads aus Filz, Vlies und Stoff gehen, trocken oder mit Reinigungsflüssigkeiten. Im Anschluss sind Gleisreinigungsfahrzeuge sowie der Übergang Schiene-Rad geplant. Bis zum nächsten Mal.